Das Thema war: Reden wir über Bücher. Egal, ob die eingeladenen Gäste und Bücherfreunde Ideen oder Geschenketipps sammeln oder nach Inspirationen für ein nächstes Leseabenteuer suchten, die Buchhandlung Thurn in Mindelheim präsentierte wieder zur Weihnachtszeit seine Schätze, Lieblinge und Highlights, um eine kleine Hilfe zum Weihnachtseinkauf zu geben. Ich darf Sie hier ganz herzlich im Namen meiner Mitarbeiterin ganz speziell bei Bücher Thurn zu unserem Vorstellungsabend begrüßen. Es freut mich sehr, dass doch eine ganz erkleckliche Anzahl von Leuten den Weg hierher zu uns gefunden hat, um uns zuzuhören, unseren Lieblingen mitzufrönen. Das, was wir versucht haben im letzten Jahr an Literatur zu entdecken, das wir Ihnen vorstellen wollen, finde ich ganz toll, dass Sie da sind. Wir sind ja hier in Mindelheim immer in der Kleinstadt, es ist wirklich familiär. Ich möchte Ihnen kurz meine Mitarbeiterin vorstellen. Ich fange mal links an, bei der Jüngsten. Frau Lewe, Steffi Lewe, Susi Deigendesch, Birgit Keiner, Dagmar Schwab. Ich beginne den Reigen mit meinem Lieblingsbuch, Haruki Murakami. Murakami könnte dem einen oder anderen von Ihnen bekannt sein von Titeln wie Mr. Aufziehvogel, Kafka am Strand, 1Q84, Tanz mit dem Schafsmann. Das Buch heißt Von Männern, die keine Frauen haben, Haruki Murakami, erschienen im Dumont Verlag. Und wie der Titel schon erahnen lässt, Von Männern, die keine Frauen haben, erteilt der Murakami der Liebe, also dem Schweben auf Wolke 7 hier eine klare, aber aufrichtige Absage. Ich habe hier in der Runde schon mal das ABC der fantastischen Prinzessinnen vorgestellt. Jetzt habe ich das ABC der fantastischen Prinzen. Bei dem ersten Buch wollten also die Prinzessinnen alle den Prinz Willem heiraten und jetzt sind so viele Prinzessinnen übrig geblieben, dass auch diese Prinzessinnen jetzt auf Prinzensuchen gehen. Das Buch ist wundervoll bebildert. Ich finde das wirklich, die Bilder sind ganz toll. Jeder Prinz hat hier also seinen eigenen Buchstaben und seine ganz eigene Geschichte. Das andere ist auch ein sehr, sehr schönes Buch, Letters of Note. Und zwar ist der Ursprung für dieses Buch ist eine Website, die kannte ich auch nicht, in der berühmte Briefe gesammelt wurden. Hier also zum Beispiel einen Brief, den die Königin Elisabeth von England an den Präsident Eisenhower geschrieben hat, weil sie ein Bild von ihm in der Zeitung gesehen hat und dabei ist ihr eingefallen, dass sie vergessen hat, ihm ihr Pfannkuchenrezept zu schicken. Also meine Lieblingskonstellation drin ist Gandhi an Adolf Hitler. Es ist oft so, dass Weihnachtsfeiern en masse jetzt anstehen und man sucht oft eine nette kleine Geschichte oder ein kleines Gedicht oder irgendetwas, was einfach zu dem Abend passt und findet oft leider nichts. Ich darf Ihnen hier ein Buch vorstellen, das ist die letzte Frau, die auf Island hingerichtet wurde. Ich kann Ihnen guten Gewissens die Geschichte ans Herz legen. Es ist natürlich keine humorvolle Erzählung, es ist ein Schicksalsroman. Also mir ging es so, ich habe die letzte Buchseite dann einfach nur so mit einem Seufzer geschlossen. Also ich möchte heute gerne vorstellen das Buch Bonita Avenue von Peter Buwalda, eine Patchwork-Familie aus Enschede. Sie wird aus 30 abwechselnden Perspektiven erzählt. Wie viel in den einzelnen Figuren steckt, wird erst nach und nach sichtbar und erhält die Spannung bis zuletzt. Also man stellt sich vor, so und so geht es weiter oder das könnte so sein und es wird alles wieder ganz anders. Also es ist unwahrscheinlich spannend. Dieses Buch hat mich deshalb fasziniert. Es geht um eine Wunschliste in diesem Buch. Eine 34-jährige junge Frau verliert ihre Mutter. Die stirbt und sie hat eine wirklich besondere Beziehung zu ihrer Mutter gehabt. Und alle glauben, dass die jüngste Tochter natürlich jetzt, die wurde da eingearbeitet jahrelang, diesen Konzern erbt. Meine Frau ersetzt mir 20 Knie. Und das ist nicht hochliterarisch, aber es ist sehr interessant, weil wir uns ja in einem ländlichen Gegend befinden und jeder von uns Verwandtschaft in Warmisried oder in Baumgartle hat. Ist es ganz interessant, was da drin steht. Also wir haben sehr viel Identifikation damit. Da ist ein Herr Dr. Barth, der hat eine jahrelang in der Agrarwirtschaft publiziert, also wahrscheinlich im Landwirtschafts- oder im Bauernblättle. Und er hat über seine Jahre hinweg sozusagen Zitate und Aussprüche von allen möglichen Leuten gesammelt und hier ein bisschen in Form gebracht. Nicht nur witzig, sondern es ist auch manchmal sehr tiefgründig und hintergründig. Also Bauer sein, das ist kein Job, sondern eine Aufgabe. Bauern denken in Generationen.
Der Präsident des Bauernverbandes Baden-Württemberg hat gesagt, ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb besteht in aller Regel aus Mann und Frau und, wenn es gut geht, aus einer geländegängigen Großmutter. Douglas wird von seiner Frau Conny in der Nacht geweckt und sie sagt zu ihm, ich glaube, wir sollten uns trennen. Es wird eine große Katastrophe. Das ist ein sehr humorvoller Roman, der diese Ehekrise durchaus gut darstellt. Er ist sogar ein Roman, der ein kleines Happy End, das allerdings ganz anders ist, als man es erwartet, auch noch bereithält. Das nächste, das ich Ihnen vorstellen möchte, das ist Die Gierigen von Karine Thuy. Dieser Roman spielt abwechselnd in Paris und in New York. Drei Freunde, die sich auf der Universität zusammentun und die drei werden ein unzertrennliches Freundespaar. Das ist ganz toll, wie die Charaktere drin beschrieben sind. Fand ich ein sehr faszinierendes Buch. Die Interessanten von Mac Wolitzer. Sechs Jugendliche, die sich treffen bei einem Sommercamp Spirit in the Woods. Wir sind in der Hippie-Zeit, wo die Kinder der Kreativen und der Tollen hingehen. Und da findet sich eine Gruppe zusammen, die nennen sich auch die Interessanten, weil sie sind überzeugt davon, sie sind so viel mindestens witziger und kreativer und toller und cleverer als die anderen. Ein ganz tolles Buch. Adventliches? Es geht um die Suche nach dem richtigen Geschenk. Ja, diese kleine Geschichte ist von Dieter Hildebrand übrigens. Ich habe alles. Die Tasche für Mutter, den Hund für Sieglinde, den Pullover für Hans Karl. Nein, nein, nein. Also Hans Karl für Sieglinde und Alfred für den Hund. Und die Tabakpfeife für Mutter? Nein, da kann irgendwas nicht stimmen. Mein Gott, eine aufregende Zeit. Aber ich habe alles.